Der Moniz hat eine erfolgreiche Woche hinter sich mit seiner Mannschaft, mit dem Aufstieg in der Europa League. Ricardo, es geht jetzt im 16. Finale gegen Metalist Kharkiv, also gegen jede Mannschaft, gegen die Austria, der heutige Gegner, zweimal verloren hat in der Gruppenphase. Werden Sie sich Tipps holen von Karl Daxbacher in den nächsten Wochen? Ja, das ist noch sekundär, das ist noch weit weg. Es ist nur heute, was extrem wichtig ist für uns. So, ich bin noch nicht damit beschäftigt. Trotzdem, schauen wir auf das heutige Spiel dann. Da wird es sicher keine Kooperation geben, keine Anfragen. Wie muss man es anlegen gegen die Austria heute? Na, du weißt, dass sie eine sehr gute Mannschaft haben. Das haben sie bewiesen. Sie haben uns geschlagen, 3-2, letztes Spiel. Und sie sind voetballerisch sehr stark. Und wir müssen eigentlich nog ab van das Rhythmus, dass wir in de Europa League Dominanz gezeigt haben. Und 3 Tage später waren wir nicht so konstant. So, das muss die wichtigste Schritt sein, dass wir die Konstanz kontinuieren. Dass wir die Leistungen von der Europa League mitnehmen in die Bundesliga und da hoffe ich auf. Mit einem Sieg könnte man die Austria heute überholen und dann auf Platz 3 überwintern. Wie wichtig wäre das? Ja, das ist extrem wichtig natürlich. Die Potenz in die Mannschaft ist da. Wir haben glücklich noch die Chance, um es noch mit wenig Nachteilen abzuschließen. Wenn du heute gewinnst, bist du auf 2 Punkte van Rapid. Du bist durch in Europa, du bist durch in de Cup. Du kannst nog niet zo unzufrieden zijn, dan die Außenwelt ons eigenlijk zubeteld heeft. Dankeschön und alles Gute. Mit einem 2-0 hat die Wiener Austria am Donnerstag der Europa League abgeschlossen. Karl Daxbacher, wie wichtig war dieser Sieg gegen Malmö, gerade im Hinblick auf dieses Spiel, gerade wenn man das 1-5 aus der Meisterschaft gegen Sturm Graz vom vergangenen Sonntag hernimmt? Ja, natürlich sehr, sehr wichtig. Wir haben uns in Graz nicht sehr gut verhalten. Die jungen Innenverteidiger haben Lehrgeld bezahlen müssen, haben sich gegen Malmö viel stärker präsentiert. Und das gibt natürlich Hoffnung auch für das heutige Spiel, obwohl es natürlich schwer werden wird, aber mit einer ähnlichen Leistung können wir sicher gegen Salzburg bestehen. Sie beginnen auch heute mit Remo Malli und Manuel Wallner in der Innenverteidigung. Hat sich dieses Duo bewährt gegen Malmö? Ja, im Prinzip sind beide Spieler die einzigen Innenverteidiger, gelernte Innenverteidiger, die uns verbleiben. Und sie haben sich gegen Malmö, wie gesagt, sehr gut geschlagen, haben nichts anbrennen lassen, haben relativ souverän gewirkt. Allerdings schätze ich Salzburg noch stärker ein wie Malmö und daher wird es auch hier im Stadion natürlich für die beiden um einiges schwieriger werden. Es ist heute für beide Mannschaften das 34. Pflichtspiel im Herbst. Wird sich heute die Mannschaft durchsetzen, die noch einmal alle Kräfte mobilisieren kann? Ja, Salzburg hat einen Tag länger gehabt, um sich zu erholen. Aber das sollte jetzt keine Rolle spielen. Die Spieler beider Mannschaften müssen wirklich die Kräfte mobilisieren, um eine gute Leistung aufs Feld zu bringen. Und das erwarte ich mir von meiner Mannschaft vor allem. Dankeschön. Wir schreiben den 18. Dezember 2011. Es ist knapp vor 16 Uhr und es wird noch immer Bundesliga gespielt. Herzlich willkommen zur spätesten Runde, die jemals in der österreichischen Bundesliga ausgetragen wurde. Nämlich am 4. Adventssonntag gibt es noch einmal Bundesliga-Fußball. Und da sehen Sie, es sind keine Mitspieler mehr aus Skandinavien. Lindgren und Pasanen wurden von Trainer Moniz aussortiert. Sonst bekannte Gesichter mit den großen Hoffnungsträgern im Spiel der letzten Wochen. Jakob Janča mit der Nummer 14 vorrangig. Eher das Um und Auf der bisherigen letzten Erfolge. Und vorne der Torgarant der letzten Wochen, Stefan Meierhofer, unterstützt hinten von Leonardo. Nicht sich hinten hineinzustellen, das können wir einfach nicht. Und aufgrund der Probleme in der Innenverteidigung ist das wohl auch nicht die beste Idee. Er probiert es mit den zwei Innenverteidigern ganz jung, die in der Woche gegen Malmö 1-0 gehalten haben. Remo Malli mit der Nummer 24, heute sein Bundesliga-Debüt, nachdem er zum ersten Mal letzten Donnerstag das Dress der Wiener Austria getragen hat. Vorne bekannte Gesichter, Parasit, Topscorer der Wiener. Und er soll gefüttert werden von Junuzovic und Tomasz Jung. Von diesem teuren Team natürlich mehr sehen. Beiden Kapitäne, Markus Suttner auf Seiten der Wiener Austria und Roland Leitgeb. Christoph Leitgeb. Oliver Trachter pfeift diese Partie an. Also die letzten 90 Minuten Bundesliga-Fußball im Jahr 2011 beginnen. Ich wünsche Ihnen und mir ein hoffentlich gutes, abwechslungsreiches und hoffentlich auch torreiches Spiel. Da ist er erstmals am Ball, der Debütant. Gleich mit einem Fehlpass kann das aber ausbessern.
Trotzdem die Salzburger weiter am Ball. Jancak. Und der probiert es gleich und da muss sich Heinz Lindner im Tor der Wiener Austria gleich gehörig strecken. Nach knapp 40 Sekunden die erste Großchance der Salzburger. Jancak. Doppelpass mit Leitgeber und dann zieht er ab. Und Heinz Lindner im Tor der Wiener Austria muss sich strecken. Große Aktion gleich hier in der ersten Minute. Und ein Eckball. Wieder ist Jancak der Ausführende. Hofer im Abseits gestanden. Wäre hier nochmals dieser tolle Schuss von Jakob Jancak gleich in der ersten Minute und die ebenso tolle Parade des Austria-Schlussmanns Heinz Lindner. So, jetzt mal Platz. Svento. Aber gutes Tackling von Junusovic. Nochmal Svento. Und Außennetz, Leonardo. Das ist jetzt schnell gegangen. Den eigenen Ballverlust wieder ausgebessert. Dann der Doppelpass mit Svento und Leonardo trifft das Außennetz. Nächste gute Aktion der Salzburger. Sieht Junusovic und Abseitsstellung des Austria-Mittelfeldspielers. Einen Schritt vorne, klare und richtige Entscheidung des Schiedsrichtergespanns. Also da sieht man, dass hier auch die verschiedenen Ketten der Wiener Austria, eine Viererkette in der Abwehr und dann eine Fünferkette im Mittelfeld, so knapp 30 Meter vor dem Tor steht diese Fünferkette dann und macht den Salzburger Angriffsspielern das Leben schwer, so wie hier Stefan Meyerhofer, der hier auf Florian Mader trifft. Und dessen Fuß auch dann wirklich trifft und jetzt mit Gelb bestraft wird. Gelbe Karte für Stefan Meyerhofer, für ihn kein Problem. Ihm droht noch keine Sperre. Parasit. Aber zumindest ein schnell vorgetragener Konter der Gäste. Die hier wohl alles richtig machen, was Karl Daxbacher taktisch vorgegeben hat. Jetzt aber die nächste große Chance für die Salzburger in der 34. Minute. Gonzalo Zárate, glaube ich, war es dann in der Mitte mit dem Kopfball. Junusovic hat es dann versucht im Endeffekt. Und Duell zwischen Meyerhofer und dem Debütanten und der kriegt hier in seinem ersten Bundesligaspiel eine gelbe Karte, das geht in Ordnung, hat hier den Körper gegen Meyerhofer eingesetzt, ihn am Vorbeilaufen gehindert. Wenn er älter wäre, würde man sagen, macht das ganz routiniert. So müssen wir sagen, Hut ab vor diesem Spieler, der in seinem ersten Bundesligaspiel gleich so kaltschnäuzig reagiert. Gelbe Karte hat aber trotzdem bekommen für Remo Mann. So, nochmal die Chance von vorhin. Gute Hereingabe und dann der gute Kopfball. Svento mit der Hereingabe. Und dann ist es Jakob Jancak, der die guten Leistungen der letzten Wochen fast mit einem weiteren Tor gekrönt hätte.
Junusovic. Suttner, der könnte jetzt gehen, sieht aber in der Mitte Thomas Jun, kein Abseits. Und dann mit vereinten Kräften die Salzburger Innenverteidigung, Gefahr aber noch nicht vorbei. Nochmal die Aktion von vorhin. Klar, kein Abseits. Thomas Jun wird hier allein gelassen. Aber dann passt Ulmer auf mit einem guten Tackle in allerletzter Not. Sonst wäre hier Thomas Jun ganz allein vor Torhüter Walke gewesen. Und das hätte wohl die Führung der Wiener bedeutet. Auch er mit einer passablen, kompakten Leistung in dieser ersten Hälfte. Dieser neu geformten Salzburger Innenverteidigung aus der Innenverteidigung. Und hier ist das 1:0. Da wollte ich die Innenverteidigung schon loben. Allerdings dann der Führungstreffer durch Stefan Meyerhofer. Achter Bundesliga-Treffer in dieser Saison. Nochmals die Flanke herein, kein Abseits. Meyerhofer löst sich da von seinem Gegenspieler. Also Sarate mit der Flanke, Meyerhofer löst sich von seinem Gegenspieler und mit diesem Kopfball ins lange Eck macht er den Ball dann unhaltbar für Heinz Lindner im Tor der Wiener Austria. Die Heimmannschaft aus Salzburg führt. Die dritte Großchance wurde dann genutzt. Nachdem man zwischenzeitlich den Ball öfters hinterher laufen musste, also jetzt doch die Führung für die Salzburger mit Saisontor Nummer 8 von Stefan Meyerhofer. Natürlich, psychologisch, ganz, ganz wichtig, knapp vor der Pause. Vergessen sind die leeren Kilometer, die man da dem Gegner oft hinterhergelaufen ist in diesen ersten 44 Minuten. Einer spielerisch flott geführten ersten Hälfte. Spielstand 1:0 durch diesen späten Treffer von ihm, durch Stefan Meyerhofer. Es ist Florian Mader, Red Bull Salzburg führt also 1:0. Florian, ist die junge Hintermannschaft der Austria hier für die erste wirklich große Unachtsamkeit groß bestraft worden? Ja, ich denke mal, wir hätten die Flanke unterbinden müssen. In der Mitte ist dann gegen den Stefan Meyerhofer immer schwer, das Kopfballduell zu gewinnen. Da waren wir ein bisschen unachtsam und deswegen resultiert jetzt das 1:0 und leider sind wir hinten. Jetzt geht es in die zweite Halbzeit. Was muss sich die Austria einfallen lassen, um vielleicht ja doch noch einen Punkt, zumindest einen Punkt mitnehmen zu können? Man hat ja teilweise mehr Spielanteile sogar. Ja, aber leider spielen wir unsere Angriffe zu inkonsequent fertig. Da sind wir phasenweise zu ungenau. Da mangelt es dann am letzten Pass, dass wir dann eine große Chance herausspielen können. Da gilt es auf jeden Fall in der zweiten Hälfte zuzulegen und dass wir dann noch dort sind können. Vielen Dank und... Ja, es hat ordentlich gedauert und dann hat man doch noch auf Salzburger Seite jubeln dürfen. Stefan Meyerhofer mit seinem achten Saisontreffer sorgt hier für die 1:0